Willkommen zum aktuellen IG Market Update. Angesichts einer weiterhin dünnen Agenda an Konjunkturdaten orientiert sich der DAX weiterhin an der Wall Street sowie veröffentlichten Bilanzzahlen im Zuge der Berichtssaison. Vor diesem Hintergrund war bereits am Vortag bis zum US-Handelsbeginn kaum Bewegung am deutschen Aktienmarkt auszumachen. Freundlich tendierende US-Börsen zogen dann auch den heimischen Leitindex weiter gen Norden. Am Dienstagvormittag sind es wiederum freundliche Vorgaben aus den Vereinigten Staaten und Japan, die den DAX derzeit Richtung 9.400 Punkte vorrücken lassen. Zudem fungieren besser als erwartet ausgefallene Bilanzausweise von Henkel und Hochtief als Stimmungsstütze. Aus charttechnischer Perspektive wartet nun im Bereich von 9.440 Zählern eine ernstzunehmende Widerstandszone per gewichtetem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Zur Stunde notiert der DAX bei 9.386 Punkten 0,4% fester. Der Euro verliert momentan 0,1% auf 1,2410 US-Dollar. Selbiges gilt für Gold, das derzeit 0,1% auf 1.150 US-Dollar je Unze nachgibt.